ist schmutzig, ich bin schmutzig, lass zusammen baden. Was bei Ihnen wird nicht mal Schminke bringen. Anzeige bekomme ich für schwere Kopfverletzung. Warum soll ich kaufen, wenn ich auch klauen kann? Yo! Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück, warum lachst du? Komm schon, warte! Hör auf zu lachen, Freunde! Heute geht's darum, wir machen ein kleines Video, wie kriminell ist Köln. Wir haben das Ganze in Frankfurt schon mal gemacht. Ich war echt, komm, aus allen Wolken gefallen. Aber heute, ich sag euch jetzt schon, ich kann für nichts garantieren. Kirmes, Absturzort des Lebens. Viele Leute, die, glaube ich, keine Erziehung haben. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. Let's go! Bruder, heute Frage, bist du schon mal kriminell gewesen? Ja. Ja? Ja. Was hast du gemacht? Kennt ihr das so, wenn ihr in so einem Fokus seid, dann klaut ich auch wie es am Kiosk. Wie ist bei dir? Das darf ich dir leider nicht sagen. Du privat. Du rappen, du siehst so aus. Nein. Das Kriminellste, hier Müller ein Bonbon geklaut. Nur das? Das war scheiße, ja. Auf jeden Fall. Was war das Kriminellste? Wer ist von euch der Kriminellste? Schlägerei, irgendwas? Ja, doch, ich hab einen jungen Behindert gehauen, ja. Aber ich muss auf jeden Fall ins Gericht, ja. In 2 Jahren oder so ungefähr, ja. Wegen Dings, versuchter Mord. Ja, versuchter Mord. Wallah. Hat jemand ein Talent von euch? Das war mein Talent. Bruder, wie viele Menschen sind hier? Alexia von CGN, alle auf Insta folgen! Hallo! Bitte helfen Sie mir. Also ich bin Naima. Lass mich doch mal reden. Welchen Mann ist mit dir denn schön? Oder was? Sympathisch? Welchen Mann? Also ich finde richtig viele so mit französischem Style und Haifi und so. Französischen Style? Was hat er gefragt? Welche Männer und so attraktiv hier Locken findet? Und groß und leichte Bräune. Peace, Leute. Was geht ab? Seid ihr schon mal kriminell geworden? Ja. Für was? KVB-Fahrrad aufklicken. Rika, hört mal auf, hey, hört mal auf mit der Scheiße. Also diese KVB-Fahrräder, kennst du? KVB-Fahrräder, das ist so mit so Schloss. Ich hab's aufgemacht, dann bin ich so gefahren und dann kam aber die Polizei. Ich hab meine Anzeige gefahren. Und was für eine, musst du Strafe zahlen? Ja, that's me. Digga, hör mal auf, was ist deine Strafe? Nein. Also die haben's gesagt, aber es kam nicht. Und vor letztem haben wir noch Anzeige bekommen für schwere Kopfverletzung, obwohl wir die nicht getreten haben oder so. Aber die wurde fallen gelassen. Wie ist das passiert überhaupt? Also wir waren im Schwimmbad. Und dann waren wir mit Freunden, die getreten haben. Und dann ist die Anzeige aber auf uns gekommen, weil die andere Mädchen nicht kannte. Was, Bruder? Aber wenn ein Mann so ein bisschen kriminell ist, ist das sexy, oder was? Also, wenn er nicht erwischt wird. Oh, bist du schon mal kriminell gewesen? Auf jeden Fall, ich hatte mal eine Schlägerei. Die haben sich geschlagen und die haben ein Mofa angebrannt. Ein Mofa? Ein Mofa angebrannt. Dann ist die Polizei gekommen und die haben mich halt gepackt. Mich und mein Cousin Gabriel, der ist gerade im Knast, der Gabriel. Inshallah, kommt der bald raus. Ja. Wie alt warst du denn? Also, ich war da 14. Warum machst du sowas, Digga? Guck mal, ich war das ja nicht, meine Kollegen haben das gemacht. Ich wurde dann mitgenommen, halt. Ich wurde zur Wache genommen. Bruder, ich meine, wird hier nur verfolgt? Was ist passiert? Ja, was soll denn das? Bruder, alles gut? Ja, bitte. Hast du schon mal was Kriminelles gemacht? Nein, hab ich nicht. Nicht? Nein. Hallo? Please help me. Bruder, ich kann kein normales Interview machen. Was ist mit mir? Mach mit mir. Ja, bist du schon mal kriminell geworden? Ja, aber ich mach nichts. Bruder, ich schwör's, ich hab noch nie so eine Scheiße erlebt. Lass mal direkt weg hier, Alter. Digga, was ist passiert? Was ist gerade passiert? Bruder, die schreien alle rum, die stunken, die mucken. Du hast einen Rattenschwanz. Wer hat einen Rattenschwanz? Was geht ab, Tom? Hallo, lass mich reden, lass mich reden. Bruder, was soll das? Und was geht bei dir? Nix, bei dir? Wie läuft's hier mit den Jungs ab so? Ja. Wen findest du gut? Die sind alle hier hässlich. Ja? Yeah. Auch er hier? Der ist doch 12, oder nicht? Und er hier? Und ich? Und 13. Bist du schon mal kriminell gewesen? Lange Haare! Lange Haare? Hä? Natürlich, ich bin Zigeuner. Was macht man da? Kriminelles? Ausleihen. Ausleihen? Und nicht zurückgeben? Nein. Also klauen? Nein, man kriegt das Geschenk. Ach, betteln? Nein, man kriegt das Geschenk, die Sachen. Was bekommst du denn geschenkt? Ja, ich geh einfach unter ihm rein und geh wieder raus. Wenn ein Mann kriminell ist, wie er? Mach mal an, mach. Du hast noch Schminke. Du bist schmutzig, ich bin schmutzig, lass zusammen baden gehen. Ich weiß echt nicht, was mir... Bei ihm wird nicht mal Schminke bringen. Wait a minute. Du wirst trotzdem hässlich bleiben. Ich hässlich. Du siehst aus wie Mogli. Dein Vater ist Mogli. Wenn mein Vater mich hätte, nicht so ein hässliches Ding wie du rausgebracht. Guck mal, hier sind so viele kriminelle Jungs, ne? Ja. Sind die hübsch?
Nein. Wenn der so ein bisschen kriminell ist, ist das was Gutes oder nicht? Nein, die Mütze muss vernünftig sein. Ach, voll süß, sie hat auch bei dir. Kommt drauf an. Ja? Also was der macht so. Was machst du? Ich Fortnite zocken. Der kann direkt weg. Okay, wenn der klaut, ist das okay? Nein, der muss vernünftig sein einfach, mit mir nur. Und habt ihr schon mal was Kriminelles gemacht? Ja, geklaut und alles. Bei Primark, voll einfach. Ist haram. Haram. Man hat nicht immer Geld. Warum soll ich kaufen, wenn ich auch klauen kann? Was ist, wenn man verhaftet wird? Davon wird man nicht verhaftet. Man kriegt nur Dings. Hausverbot. Also wie heißt das? Hausfriedensbruch. Nein, Hausverbot. Nein, Hausarrest. Hausarrest. Und wurde dir angesprochen? Nein. Wir wollen auch nicht. Was hat die gesagt? Ja, du bist wunderschön, ja. Komm, du bist wunderschön. Ich mag sogar deinen Style. Dankeschön. Krieg ich vielleicht deinen Snap? Nein. Steht ihr auf diese kriminellen Jungs hier am Start? Das sind kleine Jungs. Kleine Jungs? Aber du bist doch auch kleines Mädchen, oder nicht? Die sind alle jünger wie ich. Wie alt bist du? 15. Ich bin 17. Findest du die Jungs hier gut? Nein, die sehen aus wie 12. Wie muss der aussehen? Ja, nicht so. Was, wenn der ein bisschen kriminell ist? Ist das schlimm? Ein bisschen schon, aber nicht so. Der darf nur ein bisschen kriminell sein. Findet ihr den hier? Wie alt seid ihr? Wie alt bist du? 16. Ich bin 17. Der ist doch aber süß. Bruder, als Blonde, wir haben hier nichts verloren. Wir sind hier nochmal an dem heftigsten Platz auf ganz Kirmes. Am Boxautomat. Für Minimum 700 sehen, Bruder. Ich will Emilham. Ich will diesen Automaten. Hey! Schon mal jemand gehauen? Nein. Noch nicht? Ja, natürlich. Oh, schon mal kriminell gewesen? Nein, noch nie. Noch nie jemand gehauen? Noch nie. Boxerfahrung? Nein. Dann zeig, darf der. Oh. Kann einmal er? Mach einfach. 964. Oh, heilige Scheiße. Was machst du mit dem jetzt? Oder kaputt machen. Mach das kaputt. Ja? Ja. Wenn einer deine Frau anfasst? Ich fick ihn. Warum machst du dir einen Koch? Du, ich wollte dich fragen, ob du auf diese kriminellen Jungs stehst, die hier so am Start sind. Ich stehe nicht drauf, ne? Die tun eh alle nur so. Die tun alle nur so, als wären die von der Straße und so, bla bla. Als wären die hart und sowas, ne? Ja, Charakter zählt. Genau, Charakter zählt. Findest du den sympathisch? Ja. Welcher Typ ist bei dir sonst so? Kenne keinen. Schon mal kriminell gewesen? Leben macht keinen Sinn mehr. Nein. Entschuldigung, krieg ich vielleicht deinen Snap? Okay. Wie einfach. Bekomme ich deinen Snap? Ich weiß nicht. Das ist nicht was für zwei. Bruder, wie ist bei dir? Bist du respektvoll jetzt, okay? Bist schon mal kriminell gewesen? Also nicht so, aber letztens, ich habe einen Berliner genommen, ich hatte so Hunger, hab einfach reingebissen, aufgegessen und dann habe ich Tüte weggeworfen. Bruder, was machst du so? Ja, ich hatte Hunger. Ja, aber du kannst dir doch kaufen, Digga. Ja, ich hatte kein Geld. Okay, wenn man Hunger hat, kann ich vielleicht ein bisschen verstehen, Digga. Aber trotzdem, nächstes Mal einfach kaufen, okay? Ja. Ich war so mit einer Weiber, ne? Und sie wollte mir rasen. Aber ich meine, nein. Haram. Aber trotzdem, eine hinter mir hat mein Haus runtergezogen. Guck mal, ich war so mit meiner Gruppe. Auf einmal, ne? Jetzt ist mein Haus runter. Ich kann nicht mehr weiter erzählen, das ist peinlich. Er hat mit der Hand meinen Schniedel angepackt. Ja, aber dann bin ich weggegangen. Walla Billa. Und was hast du beizutragen, Digga? Bist du schon mal kriminell gewesen? Oder dritte Klasse. Ich war Rewe, hab Chips in meine Tasche gesteckt. Da war Verkäufer, ich hab nicht gesehen. Ich geh raus, komm zu mir, zieht mich. Da komm mal mit mir. Ich geh mit denen. Ich hab Rewe-Verbot. Redeverbot. Also, was ist dein verlorener Geschichte? Ich hab mal Schuhe geklaut. Dann hab ich eine Anzeige bekommen. Da musste ich Gericht. Und klaut ihr alle? Ich wusste nicht, ja. Weil der abgefuckt hat. Der hat mich Schuhe genannt. Bin ich dann hinterher gerannt, hab den gepackt. Wen jetzt? Während du Schuhe geklaut hast. Und Polizei hat mein Handy genommen wegen der. Aber warum klaut ihr? Bruder, weil der uns Hurensohn genannt hat. Aber ich hab den damit zurückgegeben. Ich hab du hast die Schuhe geklaut? Habt ihr Religion? Na, ja, aber ich hab den zurückgegeben. Der hat uns als Hurensohn beleidigt. Wir sind hinterher gerannt. Polizei? Haben den gepackt. Dann hab ich Anzeige bekommen. Ich hab den dann wieder gegeben. Ich meinte, warum hast du beleidigt? Chill doch mal. Ich meinte so, warum hast du beleidigt und so? Ich hab mich, der hat sich mal mit mir entschuldigt, da haben sie die Schuhe zurückgegeben. Und das Thema war schon Ende. Ich hab manchmal Hunger und wenn ich in den Dönerladen gehe, ich esse was, dann rennst du weg oder? Dann einfach wegrennen. Oh, das ist doch Haram. Aber wir sind noch jung, weißt du? Inshallah, ich werde mich verbessern. So, weißt du? Ja, ich hoffe, Digga, aber das ist nicht gut. Und wenn Monte auf mich reagiert, Monte, ich liebe dich. Eine Frage an euch. Steht ihr auf diese kriminellen Jungs hier? Nein. Welche Mann findet ihr denn tot? Weiß nicht, so Latinos. Latinos? Aber haben wir kein Latino, oder was? Du bist Latino? Ja, genau, ich bin Latino. Was? Was? Welchen Mann?
bin Italiener. Hey, wie? Was das? Aber guck mal, wenn, die sind ja hier alle kriminell, diese Jungs, ne? Ist das, findest du das attraktiv bei ihm? Darf der nicht kriminell sein? Oder? Ja, aber nicht so. Sehr. Was heißt nicht so? Was darf der machen, was nicht? Zum Beispiel, ich mag nicht, wenn Jungs rauchen oder trinken. Ich rauche nicht, Wallah, Billa, ich rauche nicht. Meine Mutter, ich rauche nicht. Ist der nicht dein Typ? Na, guck mal, ich bin. Was für nein, welcher Typ? Guck mal, du bist wunderschön, weißt du? Du bist wunderschön. Und was sagst du dazu? Ich kenn dich nicht. Ich auch nicht, also. Einfach Kennenlernphase. Kennenlernphase machen, oder? Tut mir leid. Wer kommst du? Also Landsfrau. Ecuador. Ich mag Ecuador, ne? Ja, ist nicht, sollte man nicht machen, aber ist irgendwo ist das attraktiv ist es? Bisschen. Also wenn man nicht übertreibt, wenn man jetzt nicht so ein Trottel ist und dann jetzt hier über, ja, ich mach Geschäft und so. Dann so. Achso, Drogen geht nicht, oder? Muss nicht, weil, nee, muss nicht. Wenn er ein bisschen klaut? Nicht ungesund, sondern dumm. Es ist halt einfach dumm. Was ist, wenn er sich haut? Welcher Typ macht das nicht? Ich? Ja, okay, aber... Ist es attraktiv, wenn sich jemand haut? Ja, wenn er sich hauen kann, ja. What the fuck? Hast du schon was Kriminelles gemacht? Ja, nicht. So geklaut oder sowas? Du weißt nicht, irgendwas oder jemand gehauen? Ja, stimmt, irgendwas geklaut, was Kleines oder so. Gehst du auf so Bad Boys? Bisschen. Ja? Ja. Wie muss der so sein, wie er hier? Nein, also der soll nicht zu nett sein. Der soll nicht zu nett sein. Passt doch. Wie findest du den hier? Nein. Bruh! Wie muss der denn aussehen? Guck mal, ich will einfach nicht. So im Moment, so. Es wird eh nicht halten. Wieso? Naja, weil Jugend von heute so. Du auch, oder was? Wie bitte? Willst du dich auch austoben, oder wie? Nein, aber ich will was Ernstes werden. So mit heiraten. Das ist schön. Ja. Dankeschön. Aber man findet die Jungs nicht, oder wie? Ja, nein, aber... Meinst du es ernst mit ihr? Ja. Ja. Wie alt bist du? 15 immer. Ich bin 17, perfekt. Nein. Findest du den nicht gut? Nee, ich bin sehr so auswählerisch. Was bist du? Also so auswählerisch. Also ich weiß nicht, bei mir ist das, ja, das ist voll schwer bei mir, weil wenn du Interesse an mir hast und ich auch, dann verliere ich Interesse. Okay Leute, damit will ich sagen, ich bin entsetzt. Ich differenziere mich ganz klar von allen Aussagen, die hier getätigt wurden. Bruder, kompletter Gehirnreset. Like das Video. Ja, man, like das Video, macht Abonnenten.